So. Ein Luftkombo. Die Aragami mit bis zu 6 Schlitzern zerreißt. Erhöht Schaden gegen Schwachpunkte. Das klingt cool. Eigentlich klingt das cool, ehrlich gesagt. Was ist das? Manifestiert Orakelenergie in Form einer Klaue und zerschlitzt deinen Gegner. Achso. Seelenesser. Gemetze. Eine Rundklaue, die Aragami mit einer kurz aktivierten Orakelzelle verbesserte Klinge zerschlitzt. Mhm. Hier, Ruf des Densen mal. Erhöht deine Klinge in Orakelenergie und teilt eine Serie von Schlitzen aus. Erhöhter Schaden gegen schwache Elemente. Heißt das, das ist die stärkste von allen? Na, was hatten wir denn sonst immer? Heißt das, das ist schon Stufe 3. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Bleib stehen und teilt Wirbelschlitze über Wirbelschlitze aus, solange deine Ausdauer reicht. Hohe OP-Absorptionsrate. Ja, aber dieses steht deinem Gegner bei einem Treffer LP, weiß ich nicht. Das wirkt nicht so, als ob das viel durchkommt. Wir lassen das mal. Guck mal, wir können sogar, ich sehe gerade Vorschau, können wir machen. Können wir denn was sehen? Das ist es ja. Genau. So, hier können wir das. Okay. Halt. Entschuldigung. Das ist es, glaube ich, oder? Sieht das so aus? Blutige Klaue, sieht doch ein bisschen. Weil da auch Blut fließt. Ah, okay. Also nach vorne dashen und dann... Okay. Okay, gut, 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 gut. Aber das brauche ich. Ehrlich, schießen brauche ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schießen wirklich brauche. Okay, jetzt. Okay, gut, 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 gut. Hier kannst du Kugeln. Das ist eigentlich ganz nice, oder? Ich meine, das ist ein Heil. Das heilt. Ah, okay. Kann ich das... Achso, ausrüsten. Habe ich es jetzt ausgerüstet? Ne, Kugelset ausrüsten... Ne, das habe ich jetzt... Ne, habe ich jetzt rausgenommen. Okay. So. Aber wie setze ich das denn auf den Schnellplatz? Ah. Die Verbündete heilt, finde ich... Zielsuchende Kugel, die Verbündete heilt. Und das andere, ja gut. Wenn ich das denn jemals einsetze, das ist ja auch immer, ne? So aufwerten, herstellen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas mit unserer Sense aufwerten können. Nope. Herstellen. Ich mag die Sense. Ich finde die Sense relativ cool, besonders weil sie auch Heilung gibt. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. Die ist schon fast so gut. Erfolgreicher Nahkampf einstellt OP jener Stufe wieder her. Hm. Achso, da. Rauben, Initiative, stehlen. Ja, ja, ja. Aber wir haben da, können da, glaube ich, noch nicht weitermachen, ne? So.
kann schon, man könnte ein bisschen was sehen, aber naja, gut. Wir belassen es, glaube ich, erstmal bei der Waffe. Hm, ich habe halt keine, ich weiß noch nicht mal, was für eine Schusswaffe wir derzeit haben. Naja. Findet man irgendwann heraus. Lulu muss noch ein bisschen was können. Zack, das ist wichtig. Und den Rest lassen wir hier erstmal. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal storytechnisch weiter. Ach man, ich gehe immer in das Büro. Jedes Mal. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das Büro nötig oder so. Ich will sie ja nur sehen. Ich vermisse sie so sehr. Kursangleichung abgeschlossen. So viel zu wird bestimmt ein Spaziergang. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass wir fast auf einen Aschegeborenen gestoßen wären. Auf dem Weg von Chrysanthemen nach Wassernabel war es ein paar Mal ganz schön knapp. Es ist fast so, als hätte jemand diesen Job verflucht. Oh, ich wollte nicht schon wieder grummeln. Folgende Missionen sind verfügbar. Sie wollte nicht grummeln. Och, wie süß. Solange nichts Aschegeborenes ist. Eilt, ausweichen. Auf unserem geplanten Rückweg wurde ein Aschegeborener gesichtet, also müssen wir auf eine nicht genehmigte Route ausweichen. Hinweis. Nutzung von Silberblattsignalen ist nicht zu vermeiden. Wir fordern aktuell offiziellen Zugriff darauf an. Okay. Da wir ja eh nicht ausweichen können. Okay, viel Glück da draußen und lass dich nicht erwischen. Ich mich doch nicht. Attacke. Auch wenn die Kämpfe jetzt stärker werden. Beißende Klinge, minimale Reichweite, maximales Tempo. Werden stärker durch Form wechseln. Ich mag meine Sense. Zu der Sense steht da unten nie was, ne? Doch, da, ich glaube, da stand der die höchste Reichweite, glaube ich, stand da mal. Heading out. It begins. Okay, da können wir uns heilen, das ist gut. Feuerstein. Fred oder was? Wir haben Fred gefunden. Fred zu Feuerstein. Aragami-Extrakt. Keramik. Das ist aber ein großer Böser. Nope. Wir haben keinen gesehen. Ich schwöre. Mal gucken, ob wir sie irgendwie aufsplitten können, dass wir erstmal die Kleinen machen können. Meteoriten. Silber? Chinesische Kräuter. Was zum Teufel sind chinesische Kräuter? Schimmerstein. So, sehr schön. Versuch ein bisschen das zu... Muss doch erstmal aufessen, Mensch. Ah, so ein Anfänger. Sehr schön, dann haben wir die beiden wenigstens schon mal aufgesplittet. Jetzt brauchen wir nur noch den Großen. Ich weiß. Oh doch, da vorne ist eins. Wir haben keinen Burst mehr. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht, das Teil.
Hab genau im falschen Moment angegriffen, weißt du? Mist. Oh, ich muss da echt aufpassen, ne? Au. Ja, ich weiß, dass das Burst aus... Oh. Dankeschön. Komm schon. Ich bin voll konzentriert gerade, ey. Ja, ich renn schon. Schild von... Achso, Schild. Er hat ein Schild. Achso, stimmt. Der hat ja ein Schild gehabt. Voll konzentriert, Alter. Ganz ehrlich, es tut mir leid, wenn ich echt gerade nicht so viel sage, aber ich bin voll konzentriert. Weil ich versuche mit den ganzen verschiedenen Fähigkeiten gerade ein bisschen klarzukommen. Echt voll drauf. Komm schon. Wir haben ihn gleich. Jetzt haben wir ihn. Nice. Sehr schön. Ritteröl. Oh Gott, das klingt echt nicht gut. Das klingt absolut nicht gut. Emergency ist nie gut. Ich hatte mich jetzt mal so ein bisschen mal endlich mal drauf konzentriert, mal die verschiedenen Fähigkeiten zum Undashen und dann
den Schlag machen, also ne, zuschlagen und ihnen ein Leben abziehen. Mit den anderen Leben abziehen. Das ist schon... Man muss sich ein bisschen an die Techniken gewöhnen. Man darf auch nicht zu viele Knöpfe auf einmal drücken. Dann wird auch alles durcheinander. Rang Doppel-A. Mhm. Da ist wieder eine Sense. Harthaken 2. Oh, cool. Wir hatten ja schon mal einen Harthaken gehabt. Den könnten wir dann ja mal aufbessern. Guck mal, jetzt haben wir nämlich auch das untere gemacht. Seelen-SA 3. Geil. Verstärker, Wunder, Brecher. LB-Überladung. Lebensbalken. Langsam, langsam, aber sicher fuchst man sich doch irgendwann rein. Na gut, irgendwann musst du dich ja auch mal reinfuchsen, denn sonst hast du da ja nichts von. Aber umso mehr man sich reinfuchst, umso spaßiger wird das Spiel, umso geiler wird das irgendwie. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt das große Böse ist, auf das wir jetzt scheinbar stoßen werden. Wegen Notfall. Und wir weichen gerade einen Aschegeborenen aus und... Ja... What happened? This response. It's an ash origami. Range is 6 miles. Huh? An ash origami? Are you kidding me? Comparing with the database. No matching data found. It's an unknown type of ash origami. Oh god. Reverse our heading and retreat at full speed. We need to withdraw from this area immediately. We're too late. It's already on us. It's so fast. Ash origami on a collision course. What did you say? Oh fuck. Impact with rear cargo containers. Some are destroyed. Is there something it wants in our cargo? It won't stay away from the containers. They can't withstand anymore. Was that clear? Container is breached. Ash origami is inside. Just not our day. Let's move. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben Claire gehört und da war dieses eine Mädchen drin. Die Resonanz haben wir ja gespürt von ihr. Are you all right? Oh, was wollen? Move. The container is... Don't be stupid. Think about yourself. Damn the cargo. Protecting that cargo is the duty entrusted to me. There is an ash origami in that container. Don't just waltz in there. What? Da ist das Mädchen, was wir gesehen haben. Was hat es um Hals? Oh Gott, was ist denn das für ein Riesenteil? Is that a human? Au. Was? Wer ist das? No, you don't. Seek. Okay. I'm going in too. Claire, aim for the hands, all right? Got it. Are you okay? Sie heilt uns, oder? Das Grün ist immer Heilung. Hey, come on, wake up. Live, damn it. You have to live. Are they alive? You're awake. Why did you have to worry me like that? Ma'am, our sleeping passenger awoke just now. Whoa, whoa. Take it easy. You've been out for 3 days. 3 Tage, Alter. Das ist aber ein kleines Mädchen. You've got quite a fan club now.
I would never have guessed that Gleipnir was using us to ship human cargo. I thought the reward was suspiciously generous, but I bought into it anyway. Is that kid human, or...? When the Ash Origami attacked, we recorded a huge resonance phenomenon emanating from the container. If we consider that this child was at the center... I saw it with my own eyes. Somehow, that kid did something that healed our friend's wounds. That sort of power goes well beyond human. Listen, Claire. All of the people you see here are authorized personnel. Could you at least tell us what you know about this? She is the hope of humanity against the Ashlands. Huh? We were told the contents of that container could carry humanity into the future. That it was potential. So, according to Gleipnir, this girl is the hope of humanity. I was certain it had to be a new type of god arc, or something like that. Nevertheless, it is still my mission to safely deliver the container's contents, man. Please return to course and continue to mission HQ. Hold on. Wait a sec. Are they gonna use that girl as a guinea pig or something? No way. That's not gonna happen. She saved our comrade's life. Take it easy, Zeke. It's Claire's job, not ours. Come on, that's... I mean, yeah, but... We are going to fulfill our contract. Let's set out towards Mission HQ as scheduled. The girl is already out, however, and the container is damaged beyond repair. There may have been a shipping accident, but she's still a passenger on my vessel. As such, we'll treat her as we would any passenger. How does that sound, Claire? My assignment is to deliver her safely to her destination. But I have no specific orders as to how she should be transported. Great! So, do you think now we could stop calling her the girl or that kid or whatever? Kann sie Why sprechen? Don't we think of a name for her then? Blümchen! So cute. What would be a good name for her? I'm really bad at this, so you decide. Blümchen. Hope. Ganz einfach Hope. Theme. Was? Oh, you like that one? Theme? It suits her nicely. Theme. It has a sweet sound to it. Theme. Theme. It definitely fits. Theme. Are you happy with that name? Theme. Nope. Theme. Okay. Theme. Ich hätte sie nicht Theme genannt, aber die läuft mir hinterher, oder? Die läuft mir hinterher. Es war so klar, dass sie mir hinterher läuft. Okay, wir haben jede Menge zu besprechen hier.